an. Ja, Nino ist leider nicht da. Sein Platz wird in Ehren gehalten. Hier darf sich keiner draufsetzen, sonst gibt's Haue. Aber dafür Michi und Daniel, vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt, um mich zu unterstützen in all den Fragen. Das ist so viel. Das sind ends viele, todes viele. Du wirst schon sehen. Wir kommen ja nicht vor 2 Stunden raus. Wie geht's euch denn? Alles gut? Jetzt nicht mehr so gut. Nee, wir sitzen ja, kann man ja mal sagen, wir sitzen hier zu spät der Stunde. Es ist 1000 Uhr. Schon fast Uhr. Dunkel draußen, obwohl Sommer ist. Ja, wie spät ist es? 8? 8 sowas. 8, ja. Also 20 Uhr. Dürfen wir sagen, wir haben heute ein Geheimprojekt gemacht. Das klingt immer verschwörerisch. Und morgen machen wir auch noch ein Geheimprojekt. Noch deswegen, viel geheimeres Projekt. Deswegen müssen wir heute tatsächlich am Mittwoch schon vorproduzieren, weil wir morgen den ganzen Tag drehen und Freitag wäre sonst zu kurz. Deswegen, ja, huh. Seid ihr noch fit? Nee. Egal, wir machen das egal. Jetzt trotzdem. Egal. Hit me. Okay, gut. Dann zur ersten Frage, die auch gleich relativ lang sein wird. Frage für Come On von Testy Tester. Angenommen, IDG würde von heute auf morgen euch mitteilen, dass das Projekt High Five beendet wird. Erstens, wie wird eure erste Reaktion auf diese Mitteilung sein? Zweitens, was passiert mit High Five? Naja. Es ist zu Ende. Achso, werdet ihr den Kanal privat weiterführen oder wird jeder seinen eigenen Kanal machen oder würde man euch gar nicht mehr sehen? Und dann hat er noch eine dritte Frage, je nachdem, wie ihr euch bei der zweiten Frage entschieden habt, wie würden die Formate aussehen beziehungsweise welche Formate würde es überhaupt geben? Ich würde sagen, für dich würde es dann für GameTube gelten. Damit du da die GameTube geht von heute auf morgen kaputt. IDG genau, entscheidet. Nein, IDG entscheidet da ja gar nichts. Aber sag mal, aus irgendeinem Grund, weil... Geht IDG dann auch kaputt oder nur GameTube? Sagen wir mal, alles geht kaputt. Also GameTube geht kaputt und das IDG-YouTube-Netzwerk geht gleichzeitig kaputt. Alles geht kaputt. Habe ich meine Band dann noch? Ja? Aber, ja? Dann werde ich mit der berühmt und reich. Ah, gut. Das hebe ich mir jetzt ja gerade nur auf, weil jetzt gerade ist GameTube erstmal dran und so. Mhm. Und bin noch nicht alt genug für so eine richtige Altrocker-Karriere. Ah. Aber die fange ich dann an, wenn das mit IDG und GameTube kaputt ist, dann nur noch Musik. Wie würdest du reagieren, wenn es, also wie würdest du sofort, also was wäre deine erste Reaktion, wenn dir jemand sagen würde, okay, GameTube, IDG, tot? Das kann ja so eigentlich, glaube ich, gar nicht passieren. Ja, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie soll ich denn da reagieren? Also wenn IDG über den Jordan geht, dann könnte sich der Kanal GameTube ja vielleicht einem anderen YouTube-Netzwerk anschließen. Ich nehme mal beide rein. Ja, aber wie soll sich denn GameTube auflösen? Das müssten wir ja entscheiden, dass wir das auflösen. Oder wir werden dreimal gestrikt, weil wir irgendwelche falschen Symbole zeigen auf unserem Kanal. Für unser Nazi-Flaggen-Let's Play. Ja, stimmt. Ja, das wird dann alles weggestrikt. Dann erstmal im Knast. Ich würde wahrscheinlich schon, ich wäre ziemlich sauer erstmal, glaube ich. Weil ja GameTube schon was ist. Wirst du rumtreten oder wirst du erstmal, ich komme gleich wieder? Und dann erstmal irgendwo rausgehen und dich dort weiß ich abnehmen. Gar nicht. Ich glaube, ich würde schon irgendwo dagegen treten. In so eine Sanyo-Batterietonne am Spielfeld ran zum Beispiel. Oder so wie Klinsmann damals. Okay. Einmal reingetreten, dann wird die wenigstens noch ausgestellt. Okay. Dann hängt irgendwo im Museum, Daniel hat die Tonne kaputt getreten und so. Im Museum super. Auch gleich. Ja, ist gut. Ich will es ja auf der GameStar-Page als News rausbringen, wenn da nicht IDG schon tot wäre. So. Ja, scheiße. Was, dass ich die Tonne eingetreten habe? Ja. Okay. Ja, man weiß ja nie. So, was wäre deine Reaktion? Also ich nehme dann jetzt an, ich kriege eine Band gestellt. Nein! Ich nicht. Weil er du kannst doch ja nicht mit uns irgendeine so Supergroup machen, weil die funktionieren nicht. Nee, würdest du ihn aufnehmen? Ich will eine eigene Band haben. Ich wüsste jetzt nicht, an was. Triangel? Ist gar nicht so leicht. Ich reiß die Karten ab. Nicht leicht. Ding, 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 ding. Gibt doch nur vielleicht so als Dreiecken. Kartenabreißer. Kartenabreißer zum Beispiel, ja. Das könnte er machen, ja. Roadie könntest du auch machen, das ist immer so anstrengend, die ganzen Sachen schleppen. Ja. Also ich, das kannst du auch nicht. Das, muss das ich, ist, dann, da immer, du muss nicht. Ich dann da immer mitfahren? Wer hilfreicher? Kann ich das nicht? Hallo. Das geht das nicht mit, oder schreibe ich eine E-Mail? Ich arbeite heute vom Homeoffice aus. Du stapelst daheim dann verstärkter Türen. Ja. Roll so Kabel bei mir zu Hause auf. Nee, wir finden bestimmt eine Aufgabe für dich. Bier holen. Was mache ich denn dann? Das Privatfernsehen hat mir beigebracht, dass ich dann in ein Land auswandern muss, in dem ich die Sprache nicht kann, mir dann die Illusion mache, dass ich da einen Surfladen aufmache und innerhalb von 3 Monaten bin ich dann völlig abgebrannt wieder zurück in Deutschland. Und von wem reden wir? Von Auswanderern, die es woanders schaffen wollen. Die schaffen es woanders. Und die können dann immer die Sprache nicht. Und dann und sind allergisch gegen das einheimische Essen. Genau. Scheißerei, kein Geld, keine Ahnung. Und dann sind sie wieder zu Hause. Dann hättest du aber gleich bei IDG. Dazu muss IDG jetzt nicht kaputt gehen. Ja, schön. Ja, ihr habt ja tatsächlich schon einen eigenen Kanal in dem Sinne, deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Naja, wir müssten den natürlich dann auch solomäßig aufziehen.
Also dann gibt es nichts mehr mit Band halt, also GameTube als Band sozusagen, sondern jeder macht halt dann sein Soloalbum. Der eine fängt irgend so einen Dota-Quatsch an, der andere fängt irgend so ein, das Ganze du gut, weiß ich jetzt Schmink- nicht. Schminktutorials. Schminktutorials. Ha, überraschung. Was mache ich? Hallo. Top 10, Ruth Maria Kubitschek sagt Frauenvorname. Das wird super. Satire, die gar niemand mehr versteht. Ja, so Flaggensimulator spielen oder entwickeln, finde ich ganz gut. Flaggensimulator? Ja, weil du gerade von Flaggen... Aber dann darfst du nicht... Die 10 verbotensten Symbole... Ja, aber das ist doch mit Daniels Flaggenkanal auch gleich wieder vorbei. So. Ja, aber seitdem es den Steinsimulator gibt, kannst du auch einen Flaggensimulator... Vielleicht ist das ja das Ziel. Jede Woche einen neuen Kanal aufmachen und innerhalb der ersten Sendestunde schon 3 Strikes kassieren. Aber wenn das Konzept von dem ganzen Ding wäre, also das ist halt wirklich so, auf Biegen und Brechen irgendwas finden, was so hart gegen alle YouTube-Regeln verstößt, dann spricht sich sowas doch auch rum. Das Enfant terrible, das Internet. Das ist dann aber auch nicht mehr komisch. Ja. Das ist dann schon wieder zu viel. Das ist so wie... Dreimal kannst du es aber machen, oder? Und dann hört der Witz auf. Kommt drauf an. Ja, gut. Notfalls gehen wir halt in den Dschungel. Nee, da würde ich nie mitmachen. Wieso? Ich würde auch nicht bei dann warst du noch nie pleite genug, glaube ich. Selbst das haben die auch alle gesagt. Also das Einzige, was ich mir persönlich so sage, ist, ich würde niemals irgendwie bei Deutschland sucht den Superstar irgendwo mitarbeiten, weil mir das einfach zu blöd ist, wie die Leute da zur Schau gestellt werden. Ich kann in keiner Weise irgendwo dran teilhaben an so einer Sendung. Ich würde selbst nicht bei Promi-Dinner, wie heißt das, Shopping. Du bist ja auch zu prominent fürs Promi-Dinner. Das ist echt so. Das bezweifle ich stark. Doch, wirklich. Nein. Also ich kenne viele semi-prominente Leute in Deutschland und die bei Promi-Dinner, die kenne ich nicht mehr. Da kenne ich aber auch dann gar keinen mehr von Ja, aber das ist ja nur, weil du mich persönlich kennst, deswegen macht es vielleicht den Eindruck. Naja. Aber da würde ich nicht mitmachen und auch nicht, also Shopping Queen, Promi-Dinner und Dschungelcamp. Dschungelcamp? Ja, genau. Aber Shopping Queen? Nein, das Was ist alles Shopping so... Shopping Queen? Das ist super hip. Kennst du es nicht? Machen die zu einkaufen. Ja, das ist, du kriegst ein Budget und es gibt eine thematische Vorgabe. Der Moderator, ich habe leider seinen Namen vergessen, den Guido Maria Kretschmer. Den finde ich tatsächlich super, er ist richtig sympathisch. Findest du? Ja, finde ich. Also ich mag ihn gerne, aber es wäre nichts für mich. Also du kriegst ein Budget und dann heißt es irgendwie, ja, kleide dich für dein erstes Date. Und das sind immer andere Kandidaten oder sind es so feste Es gibt einmal Charaktere. Die normale Version, wie bei eben diesem Dinner, keine Ahnung, wie ist es, Promi-Dinner, wie heißt das nochmal? Das perfekte Dinner. Gibt es normale Version, wo halt einfach nur irgendwelche random Leute mitmachen und dann gibt es halt einmal so eine Promi-Version, wo halt eben mal die Ochsenknecht-Dame mitmacht und so weiter. Die kriegen dann auch Geld vom Fernsehen, dass sie einkaufen Die spenden gehen. Das dann, glaube ich. Ach so. Also sie kriegen Geld die und der Gewinner spendet das dann. In den Kleiderschrank. Ja, aber die Klamotten darfst du ja behalten in dem Sinne. Also aber wer will denn von Natascha Ochsenknecht getragene Klamotten? Nein, sie darf ja die Klamotten theoretisch behalten. Ach so. Nein, du kriegst nicht die Kleider Ich will die jetzt Natascha. Auch nicht. Natascha Ochsenknecht. Ja. Natascha, ich wüsste schon also gar das, nicht mehr informiert. Aber das würdest du nicht machen oder Nein, würdest du machen? Nein, das würde ich nicht machen, weil das für mich ergibt sich für mich, da ist kein Sinn dahinter. Ich meine, ich shoppe jetzt nicht so mega gerne. Ist hier irgendwo Sinn dahinter? Ja doch, ich spiele gerne und ich mache keinen Blödsinn. Ja. Aber ich shoppe nicht gerne, kochen kann ich schon mal gar nicht. Ja. Und Dschungel, das verstehe ich, also ich würde es machen, wenn es nur mit euch wäre. Weil es dann lustig wird. Und weil ich dann mit Leuten da bin, die ich mag. Ladies and Gentlemen, das neue Format auf High Five. Shopping Kings and Queens. Unser neues großes Samstagsformat. Nein, aber da sind ja teilweise dann Leute drin, die echt arschig sind oder total zickig. Du weißt ja nicht, wie arschig wir sind, wenn wir... Das glaube ich nicht. Aber es geht doch dann um die Rolle. Du hast mich noch nie gesehen beim Klamottenkaufen nach 10 Minuten. Ich dachte, wir fahren in den Dschungel. Doch, du Klamotten los. Ich dachte, wir fahren in den Dschungel. Was ist das denn? Ich bin hier raus. Wir fahren in den Dschungel und jeder hat einen Tag Zeit, sich da aus den neue Klamotten zu bauen. Okay. Ein neues Abendoutfit im Dschungel. Hallo, so ein Bananenröckchen oder so? Das wäre wieder gut. Wär also Essen machen, shoppen gehen im Dschungel. Großartig. Alles in einem. Ja. Casting und Shopping im Dschungel. Und Casting auch noch. Und dann, ja, dann und haben wir alles wir's. Aus Bananen und Kokosnüssen. Die Outfits, das Mikrofon ist so... Ja. Kokosnussmikro. Jetzt sind wir total, ich weiß gar nicht, aber was da großartig war, angenommen, also, wenn High Five tatsächlich jetzt aufhören würde und wir dann jetzt das privat weitermachen würden. Und das ist hier alles im IDG Verlagsgebäude. Das heißt, wir müssten ja dann hier jeden Tag einbrechen und heimlich die ganzen Sachen machen. Na, das geht nicht. Aber boah, da müsste ich mir erstmal, okay, wenn das hier aufhören würde, ich hätte schon Bock, weiter was auf YouTube zu machen. Hab absolut kein Equipment zu Hause und gar nichts. Das heißt, da müsste ich erstmal Geld reinstecken. Ach, da braucht man nicht viel. Ich weiß, ich habe ja sowas selber noch nie privat gemacht. Das heißt, erstmal muss ich mich überhaupt darüber, darum, ja, erstmal informieren, was ich brauche.
Erstmal muss ich überhaupt schneiden können, weil außer mit dem Handy kann ich nicht schneiden. Das ist auch nicht so schwer. Ich meine, wenn wir das hinkriegen. Ja, kann ich sein. Ich habe das gelernt, hallo. Naja. Ja, aber das Anfangs, das Start-Equipment ist doch schon, also da gibst du doch schon so ein paar hundert Euro aus, oder? Um da was Gescheites. Also kommt ja drauf an, was du machen doch, also du könntest doch easy peasy einfach irgendeinen Let's Play-Kanal machen. Da kaufst du halt dann irgendwie an deinem Rechner oder deiner Konsole, in die du eh schon spielst, halt nimmst ein bisschen was auf, machst du noch Webcam mit dazu und fertig. Das reicht doch dick. Ja. Wie viel Geld muss ich da ausgeben? Hast du einen Rechner? Laptop? Ja, zum Aufnehmen. Kannst also du wenn mit dem Schneiden wenn du aufnehmen? Das wird schon... Ja, könnte ich, ja. Ansonsten hast du eine Konsole, brauchst du noch eine Webcam, brauchst du noch eine schnelle Internetleitung? Webcam hätte ich sogar. Die schnelle Internet habe ich jetzt nicht. Jetzt hast du auch den Vorteil, dass man dich halt auch schon kennt. Im Gegensatz zu allen anderen Leuten, die mit Let's Plays anfangen. Ja, das wird halt ja sowieso nochmal spannend. Wer will, da kommt es ja dann nämlich auf die Wurst an. Wer will mich sehen? Naja, weil so im Half-Life-Universum, das zum weiß ich nicht. Da, schau, wie der guckt. Der da? Ja. Also der da? Schau, wie der dich angafft. Echt? Oh. Das ist ja widerlich. Oh, Mund zu. Okay. Ja, gut, ich würde es mir anschauen, ganz ehrlich. Du bist ja die ersten paar Male und dann schreibst du es runter. Nee, früher warst du besser. Früher warst du viel härter. Darf ich das mal kurz anmerken? Da habe ich mich heute kaputt gelacht. Unser geschätzter Ex-Praktikant, der Julius, der jetzt mit seinem Musikvideo, in dem wir alle irgendwie mitspielen, durchgestartet ist, selbst der hat schon Fans, die drunter schreiben, früher warst du geiler. Ohne Scheiß. Das gibt's ja gar nicht. Grüße an Julius. Wir vermissen dich schon sehr. Ja, wir haben ja auch schon das Outtakes-Video hochgeladen bei uns auf High Five. Ihr hattet Outtakes? Er hat Outtakes, Von dem Videodreh? Von dem Videodreh. Sind wir da auch dabei? Und wir haben keine Outtakes gemacht. Ja, ihr seid da raus. Stimmt, wir aber haben einen Take gebraucht. One Take Obermeier. Aber dafür machst du ja genügend Outtakes mit Let's Watch. Aber ja. Die werden halt nachher absichtlich nochmal gemacht. Das läuft ja alles in einem perfekt durch und jetzt machen wir Quatsch. Ja, wir würden auf jeden Fall versuchen, weiterzumachen. Denn es macht ja auch Spaß, deswegen machen wir auch den ganzen Kram. Ja. Das ist außerdem billiger als Therapie. Ich habe mir jetzt tatsächlich eine Frage für mich ausgesucht, weil die mehrmals geliked worden ist. Deswegen tut mir leid. Aber Play King fragt, mir ist zufällig aufgefallen, dass bei manchen Internetseiten, wo du angemeldet bist, was auch schon creepy ist, little_cubie bzw. cubie dasteht. Hat das eine Bedeutung? Wenn ja, welche? Dachte, du nennst dich als Username immer Maxi, also M-A-K-S-E-E. Was, das ist mein Xbox-Gamer-Tag. Du schaust. Ich bin gerade so, ich weiß nicht, ob ich, wie sagt man? Irritiert, ausgecreept, dass jemand das alles. Aber du hast doch mit XY auch eine Variante, oder? Seit XY seit neuestem, ja. Aber auch ich, sonst hieß ich auf also Skype, weil wir uns da ja auch geedit haben, immer Cubie und es war eigentlich aus Portal, weil ich den Minecraft, den Portal Cube. Awaited Companion Cube. Genau. Oh. Ja. Den fand ich so süß und habe ich so geliebt und dann dachte ich mir so, okay, Cubie, also C-U-B-Y. Und das habe ich damals genutzt und musste es auch fürs PSN nutzen, weil Maxi in jeglicher Form schon vergeben war. Mhm. Das kann man ja leider nicht irgendwie einklagen. Gib mir meinen Namen zurück. Aber es ist, wie gesagt, entweder immer Maxi oder eben QB. Das sind so meine Namen. Beziehungsweise auf Instagram heiße ich Maxopatra, weil da auch schon alles vergeben war. Was sind eure Namen denn so? Also habt ihr mehrere? Ich habe immer Ebenezer oder L. Ebenezer, da hat es aber keinerlei Bewandtnis. Ich fand den Vornamen immer schon geil aus der dicken Weihnachtsgeschichte. Ja. Ich habe ihn aus irgendeinem Grund mal falsch geschrieben mit Doppel-E und seitdem ist es mit Doppel-E. Und das L ist nur davor, weil mir den damals auch einer geklaut hatte. Hat aber keine Bedeutung. Außer Charles Dickens. Tolle Weihnachtsgeschichte. Ist die mit den Geistern. Ist viel besser als meine, wenn ich ehrlich bin. Du? Ich habe überall dieses Gump Raider, was ich ja schon tausendmal erzählt habe, was damals auf diese Parodie-Webseite über meinen ehemaligen Deutschlehrer zurückging. Und wie ich auf MILF Central heiße, sage ich euch nicht. What the hell? Aber du hast sonst keine anderen Namen? Ich habe das eigentlich immer durchgelesen. Jetzt auf Twitter ist es halt dieses Game Over Meier. Und das benutze ich halt nur, wenn ich ums Verrecken auf einer Seite eigentlich schon angemeldet bin, aber weder meine E-Mail-Adresse, mit der ich mich da angemeldet habe, noch das Passwort wieder rekonstruieren kann. Ach, dann würde ich da nochmal einen zweiten annehmen. Aber ansonsten bin das ich. Aber Nicknames sind was sehr Interessantes, oder? Da wird, finde ich, zu wenig drüber gesprochen. Ich finde es immer super, wenn wir neue Kollegen hier bei IDG haben und wir kommunizieren ja immer mit Skype alles. Ja. Ist immer diese peinliche Phase, wenn man halt immer weiß, okay, die haben sich damals ihren Skype-Account mit 15 oder so gemacht. Ja, was ist denn du? Und dann so.
Viele 1-1. bitte noch mal lauter. Bitte, sag's doch noch mal, bitte, ja. Ach, Killer 1 oder Game Chief oder sowas. Nee. Es ist schon komisch, wie viel schlechte und fantasielose Nicknames es da draußen gibt. Ich habe aber letztens... Wo ich mich mal frage, wer macht denn das? Wer nennt sich denn mit so vielen großen und kleinen Buchstaben und so weiter? Damit man auch ja nicht auffällt in der Masse von diesen ganzen Leuten. Ja, oder schon gar nicht irgendwie was Persönliches hat, sondern nur eine... Die Zahlen- halt schon mit 13 bei der LAN-Party saufen angefangen haben und halt ihre Nicknames mit Face Roll gemacht. Ja. Ich habe aber letztens, da hat mich ein Sales Manager hier geaddet von IDG und der hat tatsächlich schlauerweise seinen Namen und dann unterstrich IDG, also der hat extra einen Skype-Account angelegt. Vorbildlich, aber das macht halt keiner von uns. Nee. Wir führen Kundengespräche immer mit Killer Game Checker 87. Sehr gut. Okay, nächste Frage. Sehr einfach, aber kann auch in die Tiefe gehen. Nein. Daniel Bourton ja. Fragt Kirschen oder Erdbeeren? Erdbeeren. Ich bin allergisch gegen rohe Kirschen. Also im Kuchen und so und wenn die mal eingeweckt waren. Warte mal, rohe Kirschen heißt quasi Kirsche gepflückt und dann gleich gegessen. Gekocht? Gekocht ist super und irgendwo drin ist super, aber wenn ich eine rohe Kirsche esse, dann schaue ich aus wie Chiara Uhofen. Echt? Schlauchboot, ja. Manche zahlen ja dafür, um das zu haben. Und es gibt sogar Lippenbalsam, der das aufplustert. Da ist Chili drin, damit das mehr durchblutet wird und damit die Lippen größer werden. Michi plant jetzt, in den nächsten Wochen jedes Essen mit frischen, rohen Kirschen zu versetzen. Ja. Raspel, die rohe Kirsche. Raspel. Nee, ist echt scheußlich. Deine Achillesferse. Vor allem schaue ich dann aus wie er, wenn er seine Zac Braff-Imitation macht. Der jetzt eigentlich unbedingt mal in die Kamera machen muss. Ja, mach's. Ja, genau. Oh mein Gott. Nee. Ja, was war es? Kirschen oder Erdbeeren? Ja, Wahnsinn. Erdbeeren. Himbeeren oder Erdbeeren, ist die viel... Also Himbeeren oder Erdbeeren? Da würde ich auf jeden Fall Himbeeren nehmen. Ja? Ja, weil du musst mal so eine Himbeere nehmen, also wenn... Ich mich hier nicht auswählen, Entschuldigung. Ja. Wenn sie gepflückt ist und mal knutschen. Das fühlt sich an wie so ein ganz weicher Mund. Und das macht total Spaß, Himbeeren zu knutschen. Ah. Steckst du dir auch die Himbeeren dann so auf die Finger und bist richtig witzig dabei und so. Hallo! Ja, es wird gerne gemacht so. Echt? Und das so. Aber du brauchst ja Augen junge dafür. Mädels, die stecken sich dann Himbeeren und haben so einen ganz tollen Tag deswegen. Und dann spielen sie Promi-Shopping. Wahrscheinlich. Nein, du musst es, da, also halt das Loch, wo das Loch ist, und dann knutschst du. Das fühlt sich ganz komisch an. Und es fühlt sich fast schon so echt an. Was meinst du, wie sich das anfühlt, wenn ich erst die Kirschen esse und das dann mache? So. Was dann los ist. Mann! Nein, mach das mal. Das ist echt, ich habe das nur mal so aus Spaß gemacht. Okay. Ja. Okay. War lustig. Der Supermarkt hat schon zu, oder? Ja. Du hast die Frage nicht beantwortet. Kirschen oder Erdbeeren? Erdbeeren. Ich habe die schon beantwortet. Achso, weil? Da nicht so lange. Aber warum? Weil halt. Nee, nein. Ich mag die Konsistenz von Kirschen kontra die Konsistenz von Erdbeeren nicht. Also da schmecken mir, mag ich Erdbeeren lieber. Auch bei einem Kuchen? Ich hasse ja generell im Kuchen, also ich bin ja kein großer Obst und kein großer Obst- oder Fruchtfan, mag ich sowieso nicht so. Mhm. Und ich mag das vor allem im Kuchen nicht. Echt? Weil das immer so, boah, geil, das ist der ganze Kuchen Schokolade. Ja, irgendjemand hat da Obst reingetan. Das ist sehr ekelhaft. Mit Schokolade gebe ich dir recht. In Verbindung mit Schokolade, aber nur mit dieser Gelatine. Nee, die Kombination gut. Schoko und Kirsch ist das Beste überhaupt. Nee. Schwarzwälder Kirschtorte ist ja wohl der Knüller. Kann ich nur eine Schwarzwälder Torte. Es gab auch mal so ein Häagen-Dazs, heißt das Häagen-Dazs oder Häagen-Dazs oder keine Ahnung. Häagen-Dazs. Gab es mal so eine Sonderedition Schoko mit Kirschen drin. Das war das Beste überhaupt. Aber warum so gibt es geil. Zum Beispiel auf jedem Jahrmarkt keine überzogene Kirschen auf Spießen? Es gibt immer nur Erdbeer und Stimmt, Banane. Ja, gute Frage. Banane. Die Äpfel gibt es auch noch. Und Trauben, sage ich schon. Trauben, stimmt. Äpfel gibt es auch noch, aber keine Kirschen. Ich glaube, die Kirschsaison ist auch relativ kurz, oder? Frische Kirschen? Ja, aber Erdbeeren. Ist das nicht diese scheiß Ausrede, warum es Mangerie im Sommer nicht gibt? Ja, weil die. Mangerie ist so widerlich. Das ist wegen der Schokolade. Nee, im Sommer eben nicht. Und dann kommt nämlich im Herbst kommt wieder diese eine Frau aus dem Piemont und bringt die Kirschen mit. Ich kenne keinen einzigen Menschen in meinem Umfeld, der dieses Zeug isst. Das schmeckt so widerlich. Ich habe mir mal vorgenommen, wenn ich mal ganz reich und erfolgreich bin, dann habe ich bei mir im Wohnzimmer immer so eine Schale mit Mangerie und dann sitze ich da so daran. Die Traum haben viele Leute und bis es soweit ist, tun die sich so komische Bastkugeln in diese Schale rein. Irgendwann ist es so. Irgendwann tue ich da Pralinen rein, aber doch kann ich sie mir nicht leisten. Deswegen tue ich mir so Rattankugeln in die Glasschale auf dem Tisch.
Moncherie. Nee, ich bin für Kirschen. Ich mag Kirschen. Ja, 2 zu 1 ich mag für die Kirschen ja auch total gerne, aber ich kann sie halt nicht essen. Das ist voll schade, was mir da alles abgeht damit. Aber die eingelegten, die du im Supermarkt kaufen kannst, die gehen auch. Das geht alles, nur die Kirsche. Ich weiß es ja auch nicht. Weil du auf die Pestizide, die da drauf sind, alle das kann sein, ja. Das ist halt keine Pestizide. Ja, das ist gar nicht so einfach. Der menschliche Körper ist faszinierend. Jetzt kommen wir mal zu einer ernsteren Frage. Oh nein. Ja, doch, Harley Quinn fragt, hattet ihr mal Depressionen? Wenn ja, was habt ihr gemacht, um sie loszuwerden bzw. damit zu leben? Man muss es ja nicht auf Depressionen beziehen, man kann ja auch einfach mal so eine schlechte Zeit hernehmen. Da gibt es, glaube ich, kein Patentrezept. Also man kann ja nur sagen, dass also dieser total abgedroschene Spruch, die Zeit heilt alle Wunden. Also wenn man halt lang genug sich damit befasst, dann wird es schon irgendwann besser. Aber, so aber nur weil das Gehirn so schlau ist und das alles eher vergisst und verblassen lässt, ja, ne? Und nicht wirklich verarbeitet. Ich weiß nicht. Ab wann ist denn eine Depression eine Depression? Also eine Depression. Das ist, glaube ich, ganz schwer zu. Ist das nicht wirklich ein medizinischer Fachterminus? Ja, aber die muss ja auch erstmal diagnostiziert sein. Und ich glaube, die ist, glaube ich, schneller diagnostiziert, als man gucken kann. Ich glaube, sobald es dein alltägliches Leben beeinflusst. Ja, aber ab wann beeinflusst denn, sage ich mal, eine länger dauernde Phase von schwerem Gemüt? Wenn es deine Arbeit beeinflusst, wenn es dein Schlaf beeinflusst. Ja, aber dann ist doch theoretisch jeder Liebeskummer gleich sofort Depression. Das kann nicht sein. Ja, doch. Es gibt ja auch, es gibt zum Beispiel bei der Trauer gibt es ja auch 5 verschiedene Phasen und da gehört Depression mit auch dazu. Und klar, ich denke schon, dass jeder Mensch... Also ich hätte gedacht, dass das dann wie so eine Redensart, also dass das nicht wirklich die medizinisch-psychologisch definierte Depression ist. Es gibt vielleicht, also ich kenne mich ja auch nicht komplett aus, aber vielleicht gibt es so längerfristige, anhaltende Depressionen, die schwerwiegender sind. Aber ich denke mal, so eine kleine Depression hatte wahrscheinlich schon jeder von uns, weil da empfindest du halt für mich sowas wie Lustlosigkeit, kannst nicht schlafen, beeinflusst dein alltägliches Gemüt, auch vielleicht in der Arbeit. Hat es nicht auch damit was zu tun, dass man, wenn man eine klinische Depression hat, dass klinisch man eben nicht wie, man hat ja jeder mal seine schlechten Phasen und so. Ich glaube ja dran, dass es so tatsächlich so ein Sinuskurven. Genau, also die dauert halt 6 Wochen so und 6 Wochen ist wieder umgekehrt. So. Aber ich glaube, bei einer richtigen Depression ist es halt dann so, dass du, selbst wenn du dir das normalerweise immer sagen kannst, dass du nicht mehr, also hundertprozentig davon überzeugt bist, dass es besser werden kann. So. Also eine richtig krasse Depression. Hast du richtig, dass du keine Chance mehr hast. Stimmt, ab wann fängt es an und wann hört es auf, ist die Frage, ne? Aber keine Ahnung, ich weiß nicht. Also so depressiv war ich noch nicht. Ich hatte bestimmt schon auch mal meine ganz üblen Zeiten, die da auch eine Weile gedauert haben, aber weiß dann immer, dass in ein paar Wochen dann kommt die Zeit, wo ich mir dann denke, so boah, so gut ging es auch noch nie und so. Ich habe mich da immer gefragt, wenn du, also weil ich halt auch eine Zeit lang hatte, wo ich echt schlecht drauf war, ich würde es schon fast als Depression bezeichnen, ob dann, wenn ich das, wenn es mir wieder besser geht, ob das dann einfach nur wirklich das Gehirn ist, wie du sagst, Zeit halt alle Wunden und verblasst halt einfach diese Erinnerung und deswegen scheint es dir besser zu gehen, aber hat das längerfristige Auswirkungen auf dein zukünftiges emotionales Verhalten in allen möglichen emotionalen Situationen? Sollte man da nicht besser sagen, so, weil es halt wie so eine Art Krankheit, wie so eine Erkältung, wenn ich mir jetzt mal doof irgendwie das vergleichen würde, sollte man da nicht irgendwie zu einem Arzt gehen, das versuchen aufzuarbeiten, damit es halt keine Folgewirkungen hat? Da bin ich zu feige für. Da wirklich, also... Echt? Ich habe also jetzt wirklich mir wegen einer Depression so irgendwie psychologische Hilfe oder sowas zu holen, das überschreitet jetzt für mich so eine Grenze. Wahrscheinlich ist es total dumm und so, und wahrscheinlich sollte man das eher machen. In Amerika macht das jeder, da hat jeder zweite einen Therapeuten. Ja, da schluckt aber auch jeder Xanax. Erstmal und geht dann erst zum Arzt. Ja, das ist richtig. Aber da ist es tatsächlich gang und gäbe. Hier ist es, glaube ich, ein bisschen, oder ich weiß nicht, ob es in Europa... Mir hat man eine erzählt, die tatsächlich an der Depression litt, dass der Unterschied ist, also bis du dann zum Arzt gehst und so, dass es eine Frage des Leidensdrucks ist. Mhm. Dass du dann zum Arzt gehst, wenn du wirklich überhaupt keine andere Chance mehr siehst. Und bis es soweit ist, geht es dann meistens doch noch irgendwie. Also gibt es ja 1000 Möglichkeiten, eine leichte oder eine anfangende Depression auch irgendwie zu bekämpfen. Also viele Leute, die sehr depressiv sind oder ihr Leben für komplett ruiniert und gescheitert halten, gibt ja Methoden, sich davon auch wieder zu befreien. Da möchte ich jetzt keinen Ratgeher zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn es euch mal eine Weile schlecht geht oder so weiter. Was halt mir zum Beispiel immer voll hilft, ist, wenn ich dann wieder eine Phase beginne, wo ich mich sehr viel mehr bewege zum Beispiel.
also sehr viel mehr Sport mache oder mich gesünder ernähre und so. Ablenken, und dann automatisch. Ja, und dann dauert das eine Woche und so und auf einmal ist dann das wieder anders gepolt. So. Ja, ist auch so ein Training. Ich habe auch, also ich bin ganz schlecht, wenn mit mir Schluss gemacht wird, dann falle ich in so eine mega Depression, heul, das ist wahrscheinlich auch so ein Frauending, so heul mega ab und alles ist total extrem scheiße. Und auch wochenlang dann. Und deswegen, das Einzige, was mir geholfen hat, ist, dass ich meine Freunde, die gesagt haben, okay, jetzt geh mal raus und bla. Und dann war, ja, nach ein paar Wochen wieder alles gut. Aber für die Zeit, da war, hatte ich das echt angefühlt, als wäre das die Hölle. Es ist extrem komisch, jeder geht ja auch anders damit um. Aber es war eher so das Ablenkungsthema, was einen dann, oder die Zeit. Ja. Ich glaube, dann ist es aber auch keine Depression, damit es auch da nichts Falsches aufkommt. Ich wollte jetzt nicht sagen, irgendwie, na, null. Wenn du eine Depression hast, geh doch mal raus in die Luft oder so, sondern es hilft dann da auch nichts mehr oder so. Wie für jeden anders sowieso. Ja. Aber was ich finde, dass man da schon mutig sein kann und weil ich das schon auch merke, so hier in Deutschland, wie in Amerika hat jeder zweite einen Therapeuten, ist, wenn es einem schlecht geht, dass man da einfach wirklich mal zum mutig genug ist, zum Arzt geht. Es muss ja auch nur sein, dass man mal das kurz überprüfen lässt und sagt so, hey, ist es jetzt doch schwerwiegender oder bin ich jetzt irgendwie... Ich würde das, glaube ich, nie aus eigenem Antrieb raus machen. Also wenn überhaupt, würde ich ja mit Bekannten sprechen. Also sogar das machen ja die meisten schon nicht. Aber ich würde, glaube ich, echt nur dann irgendwie zum Psychologen gehen, wenn andere mir das sagen, dass sie sich so Sorgen um mich machen, dass ich halt jetzt echt mir mal da Hilfe holen soll. Weil ich glaube, das allein schon aus Stolz oder so, weil man ja, das ist ja schon, du das geht halt in die Richtung, du gibst damit ja zu, dass du verrückt bist, so ungefähr, aber dass du halt selber nicht mehr klarkommst. Ja, aber das ist ja gerade das Pferd. Nee, also, das machst du ja in dem Fall gerade nicht. Ja, aber ich meine, es fühlt sich so an, genau, das Bild ist auch so. Das Bild ist, wenn einer zum Psychologen geht oder zur Therapie oder so weiter, dass er verrückt ist, aber das ist ja genau gar nicht der Fall. Richtig, aber du würdest ja nichts anderes machen, wie wenn du auch das du eben selbst hast, erstmal abzuschalten und auch dieses Bild, was in der Gesellschaft vorherrscht, dem entgegenzuwirken, das ist eben nicht so leicht. Und ich glaube nicht, dass ich das von mir aus könnte. Ich frage mich ehrlich gesagt, ob das in der Gesellschaft tatsächlich immer noch so vorherrscht oder ob man nur den Eindruck hat oder ob es dann nicht doch wieder so ist. So, keine Ahnung. Wie zum Beispiel nach dem Selbstmord von hier Robert Enke, da waren auf einmal alle so verständnisvoll. So, ja, natürlich, wenn man eine Depression hat, dann muss man das auch sagen können. Und ne, aber ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist schon mehr so, als man denkt. Also ich finde zumindest, dass in Deutschland oder so habe ich den Eindruck, es nicht so anerkannt wird als Krankheit, sondern wie du halt eben sagst, man hat die Angst, dass man als verrückt abgestempelt wird und dass es vielleicht nur eine Scheinsache ist, weil man das ja nicht in dem Sinne richtig testen kann, wie ein Blutbild zum Beispiel. Kennst du da Fälle in eurem Bekanntenkreis? Also ich habe so 2, 3, die alle mal in Therapie waren oder so, wegen einmal manische Depression oder halt tatsächlich auch andere sag ich mal, psychische Krankheiten, die ihnen das Leben sehr, sehr schwer gemacht haben oder so weiter. Aber da war nie vom Umfeld irgendwie so ein negativer Kommentar. Nee, gar nicht, sondern ja, so, ja, okay, dann halt Therapie so und so lange und auch geschlossen, alles vorgekommen oder so weiter, aber es war alles vollkommen okay. Es war nichts anderes wie Krankenhausaufenthalt halt. So hast du irgendwie, was ich, Leberschaden und dann gehst du ins Krankenhaus. Und, ne. Bei mir im Bekanntenkreis halt eben schon. Und da war dann auch gleich wirklich so eine negative Konnotation, die da irgendwie mit geschwungen sind. Und das, was sind du für fremd? Die kannst du alle mal streichen. Lauter verrückt. Also die sind alle selber verrückt. Alle ja. Und dann auch der Verrückte, schnell ablenken von meiner Craziness. Ja. Ja, gut. Ja, aber ansonsten, Hilfe holen, beziehungsweise mal gescheit darüber nachzudenken. Das wäre auch gut, nicht ignorieren. Das ist auf jeden denn Fall die Frage so formuliert, als bräuchte da jemand Hilfe? Nee, oder? Nee, das war eher nur wahrscheinlich so im Allgemeinen. Kann natürlich eine versteckte Frage gewesen sein. Einfach nur zu fragen, wie wir damit umgehen würden. Das ist halt ist für jeden auch anders. Das ist so schwierig. Ein richtig wichtiger Schritt wäre halt echt schon, also wenn man sich, so wie ich jetzt auch, da irgendwie zu fein ist, zum Arzt zu gehen, halt mal mit irgendeinem Bekannten über sowas sprechen. Ich glaube, das hilft schon. Und da einfach Feedback auch mal einzuholen und eine andere Meinung. Ja. Genau. Und vielleicht auch nicht mal unbedingt mit dem engsten oder besten Freund. Vielleicht nicht mit deinen Freunden, weil die sich ja eh alle für verrückt halten. Da ist oft ein bisschen Distanz, gar nicht so blöd. Jemand, den du halt gut kennst, den du vielleicht nicht so oft triffst und so. Keine Ahnung, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt mit dem drüber spreche, dann ist da jetzt nicht gleich unser ganzes Verhältnis irgendwie verändert. Sondern das erfordert natürlich auch schon Mut.
Ja, natürlich. Ja, aber manchmal lässt sich echt mit Fremden oder mit Leuten, die man vielleicht erst kennengelernt hat, mehr über Probleme oder leichter über Probleme reden, als jemanden, der im engeren Umfeld ist. Vor allem ist ja ein mutiger Schritt, wie auch immer der aussieht, oft ja auch der erste Schritt hin zu einer Veränderung. Mhm. Ja, das stimmt. Dann ist das schon mal erledigt. So, dann zur letzten Frage. Movieskala 14 fragt, habt ihr derzeit andere neue Projekte am Laufen oder planen, wenn ja, welche oder beziehungsweise welche Richtung würden diese gehen? In welcher Hinsicht? Videomäßig, ich glaube, ich denke mal, ja, Projekte, videomäßig, alles. Also wir schon ziemlich viel, haben wir ja vorne am Eingang gesagt, weil wir ja relativ spät drehen heute, dass wir mehrere Sachen planen, heute und morgen. Und nächste Woche ist wieder ein anderes Projekt dran, dazu sagen wir noch nichts, aber bald. Ist immer so schwierig, weil man, wenn Leute, okay, ihr arbeitet halt so weit, dass ihr jeden Tag, fast jeden Tag ein Video hochladet, aber was steht noch so an? Mhm. Und wir produzieren ja, versuchen immer vorzuproduzieren und die Projekte kommen dann halt irgendwann mal und sind dann halt mal für ein halbes Jahr da oder für eine Woche oder für mal für einen Monat. Und man darf nichts sagen. Und man darf, warum weil eigentlich du, ja. nicht? Also weil die Überraschung dann kaputt ist. Ach so. Ja, schade. Mein Häkelformat ist damit... Hast du auch? Nein, aber wir können zusammen eins machen. Damit können wir jeder schön mit einer Nadel. Das ist super aufregend. Häkel together. Und dann häkelt ihr euch. Habt ihr auf GameCube irgendwas Neues? In Planung, worüber ihr noch nicht reden dürft? Was machen wir denn? Machen wir überhaupt noch was? Macht ihr was? Lieber die erste Frage, wenn GameCube zu Ende ist, wann GameCube am Ende ist. Ach, wir haben immer 1000 Ideen und mit dem Hauptjob und so ist es immer ein bisschen schwierig, das alles umzusetzen. Vor allem ja, dann gleich als richtige große Projektnummer schwierig. Das Geile ist immer, wenn wir uns, wir haben, sagen wir mal, ein Problem oder eine Aufgabenstellung, wie wir ein Videoprojekt angehen, dann spinnen wir so hart rum und lachen uns halt schon in der Planungsphase drüber kaputt, wie toll das alles wird. Wenn man dann überschlägt, was für ein finanzieller Aufwand dafür entstehen würde, wäre das halt irgendwie, das können wir in 100 Jahren nicht. Vor allem, wie teuer das inzwischen geworden ist, Elefanten, die durch Feuerreifen springen und so zu besorgen. Wenn ihr eine Million habt. Was wir uns schon überlegt haben also wir haben ja schon unser unheimlich aufwendiges Silvester-Special damals gemacht, dieses noch aufwendigere Weihnachts-Special. Mhm. Und das sind ja jetzt alles noch realistisch umzusetzende Sachen gewesen. Leute sitzen auf einer Couch, spielen Videospiele, machen Quatsch. Und was wir uns da schon überlegt haben, wie man das noch aufs nächste Level bringt, das ist... Ja, sag's nicht. Das werden die Leute dann schon sehen. Ich sag nichts, aber es ist halt... Aber in diesem Jahr dann noch? Passiert da? Also, was meinst du? Setzt ihr das um? Sagen wir doch gleich einmal, es kommt nächste Woche. Das ist noch unrealistischer. Na, wir machen bestimmt noch mal ein paar lustige Sachen. Auch aufwendige Sachen. Wow! Verspricht da nicht so viel. Nee, wir haben, also an Ideen mangelt es uns nicht, es mangelt uns immer an Zeit und an Milliarden Dollar. Wer macht doch eine Kickstarter-Kampagne? Das würde tatsächlich gehen, da bräuchten wir aber tatsächlich noch irgendeinen Producer, der uns dann auch die ganze organisatorische Arbeit für sowas abnimmt. Weil so eine Totenkopfinsel ist jetzt nicht so schnell aus dem Boden gestampft. So ein Totenkopf? Totenkopfinsel. Ach, Insel! Ja. Oder so eine Unterwasserbasis oder Segelschiff. Ach so. Immer mit sehr viel Wasser und so verbunden. James Cameron hat da bestimmt noch das eine oder andere. Ja, ich habe ja jetzt sehr konkret, ich glaube, wenn diese Sendung zu sehen ist, dann ist das schon soweit. Oh, oh. Ich mache jetzt die News auf der GameStar. Jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Deine Hand schon durchs Gesicht. Oh, Montag. Ja, weil mir gerade bewusst wird, was habe ich getan? Bin ich denn nicht wahnsinnig? Nee, das ist tatsächlich was ich schon seit mehr als einem Jahr oder so geplant habe. Und immer ging es irgendwie nicht. Und jetzt sind mehrere Weichen gestellt worden und jetzt... Klappt's. Yay. Klappt's. Wie lange wird denn das? Wie meinst du? Also ich stelle mir gerade vor, okay, täglich, das ist ja wie so das ist halt Frühstücksfernsehen. Also dass halt, du täglich was machst. Also halt, ne? Es ist täglich. Das ist ja bitte eine Frühstücksfernsehsendung. Ja, da haben wir auch schon drüber rumgesponnen. also die News-Sendung, die wird ja nur sehr kurz. Also es geht ja wirklich darum halt eben... News, Battlefield, Dragon Age. Genau. Kauft, Spaß, Fun. Ich sag nicht mal News dazu. Ich sag eine knappe News-Sendung, damit jeder von euch da draußen nichts mehr lesen muss. Gegen ich bin lesen. Super faul, finde ich gut. Ja. Ja, lesen, doof. Genau. Das habe ich jetzt nicht zu bieten. Ich habe Ideen für einen Videokanal, der aber
schwierig wird. Oh, schwierig. Moment mal, ganz schwierig ist, ist hier Trademark. Nee, also das schwierig. Ist schwierig, den so zu konzipieren, dass der funktionieren kann. Und dass dieser Rechtsstaat schwieriger dagegen unternimmt. Also, dass die Leute das sehen wollen. Ach, dass sie es sehen also, wollen. Der wird jetzt weiß ich. Der wird der soll Informationen Schafe enthalten, die Leute gut brauchen können, aber es wird schwierig, Informationen den Leuten so zu verkaufen, dass sie damit was anfangen. Das war schon der krasse Hint, was es ist. Ja. Schafe, die Kuchen essen. Was? Nein. Schafe, die Kuchen essen, das ist auch nicht schlecht. Nee. Nee. Wieso sind wir da nicht drauf? Schnell macht den Ohr. Nee, das wird noch eine Weile dauern, aber schauen wir mal. Ansonsten ist das Album momentan ein Hauptprojekt, aber es hat jetzt nichts mit der Arbeit zu tun. Aber das bringt mich um den Schlaf. In ein paar Monaten ist es dann auch im Kasten. Okay, dann kannst du halt einen Therapeuten sehen und das ihm mitteilen. Was? Dass das ich nicht schlafen kann Format wegen diesem Kack-Album. Ja. Kauft es wenigstens ein. Ja. Ich kauf's doch auch. Ja, ich lad's mir runter illegal. Immerhin. Früher waren wir eh viel besser. Früher war der besser. Ja, das war schon die letzte Frage. Vielen Dank an euch, dass ihr da wart. Trotzdem fast eine Stunde dafür gebraucht, oder? Für was denn? Die ganzen Fragen. Nicht noch mehr Fragen. Nee. Achso, da waren, nee, weil wir haben ja letztes Mal Julius verabschiedet, deswegen waren unter den Kommentaren sehr viele Goodbye, war schön, wir verwenden dich, wir müssen und so weiter Kommentare und relativ wenig Fragen. Deswegen, ja, gerne mehr Fragen unter diesem Video. Natürlich auch auf Facebook und Twitter, da habe ich auch fleißig reingeschaut. Und auch bei kontakt@highfivetv.de, da könnt ihr uns auch fleißig e-mailen, wenn ihr nicht auf Facebook seid oder Twitter oder kein YouTube-Konto habt. Man soll ja alles ermöglichen. Deswegen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Spielt Deutschland? Ich habe ja keine Ahnung von Fußball, sonst hätte ich schon euch jetzt... Schon vor dem Wochenende, Freitag. Schon vor dem Wochenende. Wir haben ja jetzt noch Mittwoch. Was? Aber das ist doch jetzt. Ist heute Freitag bei jetzt? Euch? Nee, jetzt also wir drehen ja jetzt Mittwoch, aber wir laden es Freitag hoch, haben wir ja vorhin schon gesagt. Dann spielt Deutschland jetzt gerade. Oh Gott! Oder jetzt gerade? Oder hat schon gespielt oder spielt nachher? Also ich haben wir gewonnen? Haben wir gewonnen? Kann man immer gucken. Schreibt es in die Kommentare, ob wir gewonnen haben. Also wenn man dem Volk glaubt, haben wir auf keinen Fall gewonnen. Ja, ja. Gegen wen spielen wir denn? Frankreich. Frankreich, ach, haben wir schon. Gegen die haben wir bisher doch immer gewonnen. Boulevou gewinnen. Aber beim Fußball nicht. Ja, ja, es geht schon. Dann viel Spaß auf jeden Fall mit Fußball. Wer auch immer Fußball schaut, ich nicht. Ich werde hier... Nee. Gar nicht. Nee, es ist Fußball. Ja, aber die sitzt doch hier und beantwortet Fragen. Ach stimmt, ja. Mein Gott. Die stellt doch nur Fragen. Ja, ich schaue generell kein Fußball. Ich werde wahrscheinlich genüsslich irgendwo sitzen und gegen die Wand schauen und eure Kommentare lesen. Fleißig auch wieder kommentieren in den Kommentaren. Life. Genau. Deswegen viel Spaß beim Fußball schauen. Der Rest hat auch ein schönes Wochenende. Tschö. Ciao. Ja, Nino ist leider nicht da. Sein Platz wird in Ehren gehalten. Hier darf sich keiner draufsetzen, sonst gibt's Haue. Aber dafür Michi und Daniel, vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt, um mich zu unterstützen in all den Fragen. Das ist so viel. Das sind ends viele, todes viele. Du wirst schon sehen. Wir kommen ja nicht vor 2 Stunden raus. Wie geht's euch denn? Alles gut? Jetzt nicht mehr so gut. Nee, wir sitzen ja, kann man ja mal sagen, wir sitzen hier zu spät der Stunde. Es ist 1000 Uhr. Schon fast dunkel draußen, obwohl Sommer ist. Ja, wie spät ist es? 8? 8 so was. 8, ja. Also 20 Uhr. Dürfen wir sagen, wir haben heute ein Geheimprojekt gemacht. Das klingt immer verschwörerisch. Und morgen machen wir auch noch ein Geheimprojekt. Noch ein viel geheimeres Projekt. Deswegen müssen wir heute tatsächlich am Mittwoch schon vorproduzieren, weil wir morgen den ganzen Tag drehen und Freitag wäre sonst zu kurz. Deswegen, ja, Seid ihr noch fit? Nee. Ist egal. Bringen die ganzen Sachen schleppen. Ja. Das kannst du auch nicht. Das muss ich dann da immer mitfahren. Wer hilfreicher? Kann ich das nicht? Hallo. Da schreibe ich eine E-Mail. Ich arbeite heute vom Homeoffice aus. Du stapelst daheim dann verstärkter Türen. Ja. Roll so Kabel bei mir zu Hause auf. Nee, wir finden bestimmt eine Aufgabe für dich. Bier holen. Was mache ich denn dann? Das Privatfernsehen hat mir beigebracht, dass ich dann in ein Land auswandern muss, in dem ich die Sprache nicht kann. Mir dann die Illusion macht, dass ich da einen Surfladen aufmache und innerhalb von 3 Monaten bin ich dann völlig abgebrannt wieder zurück in Deutschland und... Von wem reden wir? Von Auswanderern, die es woanders schaffen wollen. Die schaffen es woanders. Und die können dann immer die Sprache nicht und dann... Und sind allergisch gegen das einheimische Essen. Genau.
Scheißerei, kein Geld, keine Ahnung. Und dann sind sie wieder zu Hause. Dann hättest du aber gleich bei IDG. Wir machen das egal, jetzt trotzdem. Egal. Hit me. Okay, gut. Dann zur ersten Frage, die auch gleich relativ lang sein wird. Frage für Come On von Testy Tester. Angenommen, IDG würde von heute auf morgen euch mitteilen, dass das Projekt High Five beendet wird. Erstens, wie wird eure erste Reaktion auf diese Mitteilung sein? Zweitens, was passiert mit High Five? Naja. Es ist zu Ende. Achso, werdet ihr den Kanal privat weiterführen oder wird jeder seinen eigenen Kanal machen? Oder würde man euch gar nicht mehr sehen? Und dann hat er noch eine dritte Frage, je nachdem, wie ihr euch bei der zweiten Frage entschieden habt. Wie würden die Formate aussehen, beziehungsweise welche Formate würde es überhaupt geben? Ich würde sagen, für dich würde es dann für GameTube gelten. Damit du da die GameTube geht von heute auf morgen kaputt. IDG genau, entscheidet. Nein, IDG entscheidet da ja gar nichts. Aber sag mal, aus irgendeinem Grund, weil... Geht IDG dann auch kaputt oder nur GameTube? Sagen wir mal, alles geht kaputt. Also GameTube geht kaputt und das IDG-YouTube-Netzwerk geht gleichzeitig kaputt. Alles geht kaputt. Habe ich meine Band dann noch? Ja? Aber, ja? Die hat, dann werde ich mit der berühmt und reich. Ah, gut. Das hebe ich mir jetzt ja gerade nur auf, weil jetzt gerade ist GameTube erstmal dran und so. Mhm. Und bin noch nicht alt genug für so eine richtige Altrocker-Karriere. Ah. Aber die fange ich dann an, wenn das mit IDG und GameTube kaputt ist. Dann nur noch Musik. Wie würdest du reagieren, wenn es, also wie würdest du sofort, also was wäre deine erste Reaktion, wenn dir jemand sagen würde, okay, GameTube, IDG, tot? Das kann ja so eigentlich, glaube ich, gar nicht passieren. Ja, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie soll ich denn da reagieren? Also wenn IDG über den Jordan geht, dann könnte sich der Kanal GameTube ja vielleicht einem anderen YouTube-Netzwerk anschließen. Ob ich nehme mal beide rein. Ja, aber wie soll sich denn GameTube auflösen? Das müssten wir ja entscheiden, dass wir das auflösen. Oder wir werden dreimal gestrikt, weil wir irgendwelche falschen Symbole zeigen auf unserem Kanal. Für unser Nazi-Flaggen-Let's Play. Ja, stimmt. Ja, das wird dann alles weggestrikt. Dann erstmal im Knast. Ich würde wahrscheinlich schon, ich wäre ziemlich sauer erstmal, glaube ich. Weil ja GameTube schon was ist. Wirst du rumtreten oder wirst du erstmal, ich komme gleich wieder? Und dann erstmal irgendwo rausgehen und dich dort. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich würde schon irgendwo dagegen treten. In so eine Sanyo-Batterietonne am Spielfeld ran zum Beispiel. Oder so wie Klinsmann damals. Okay. Einmal reingetreten, dann wird die wenigstens noch ausgestellt. Okay. Dann hängt irgendwo im Museum, Daniel hat die Tonne kaputt getreten und so. Im Museum super. Auch gleich. Ja, ist gut. Ich will es ja auf der GameStar-Page als News rausbringen, wenn da nicht IDG schon tot wäre. So. Ja, scheiße. Was, dass ich die Tonne eingetreten habe? Ja. Okay. Ja, man weiß ja nie. So, was wäre deine Reaktion? Also ich nehme dann jetzt an, ich kriege eine Band gestellt. Nein! Ich nicht. Weil er du kannst doch ja nicht mit uns irgendeine so Supergroup machen, weil die funktionieren nicht. Nee, würdest du ihn aufnehmen? Ich will eine eigene Band haben. Ich wüsste jetzt nicht, an was. Triangel? Ist gar nicht so leicht. Ich reiß die Karten ab. Nicht leicht. Ding, 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 ding. Gibt doch nur vielleicht so als drei Ecken. Kartenabreißer. Kartenabreißer zum Beispiel, ja. Das könnte er machen, ja. Roadie könntest du auch machen, das ist immer so anstrengend.